Thomas Jatzombek ist bei uns. Er ist im Bundestag Mitglied und interessiert sich natürlich auch für die Gamification besonders. Sagen Sie, ist Ihr leidenschaftliches Thema. Was verstehen Sie darunter? Also mein leidenschaftliches Thema ist eigentlich die Bildung. Ich bin der bildungs- und forschungspolitische Sprecher der Fraktion. Und ich glaube, gerade wenn man über die Chancengerechtigkeit nachdenkt von Kindern, die aus bildungsfernen Elternhäusern kommen, dann ist Motivation der entscheidende Punkt. Und wir sehen ja durch Lern-Apps, die es heute schon gibt, mit welcher Begeisterung man auf einmal Kinder dazu bekommt, Matheaufgaben zu lösen, deutsche Sätze zu lernen und zu wiederholen. Und ich glaube, das muss man nutzen. Bildung, das darf nicht immer nur so staubtrocken und langweilig sein, sondern man kann Bildung auch wirklich spielerisch gestalten. Und damit haben wir eine Chance, an die Kinder heranzukommen, die ansonsten wirklich drohen, abgehängt zu werden. Gerade in dieser Corona-Zeit, wo ja unglaublich große Lernlücken auch entstanden sind. Fällt mir auch auf, bei Ukraine-Flüchtlingen etwa, die natürlich Deutsch spielend lernen, auch über die Apps und über E-Learning. Ja, wir sehen bei der Ukraine ziemlich gut, wie man ein Bildungssystem digitalisieren kann, auch mit spielerischen Elementen. Und ich glaube, das muss für uns Ansporn sein, das Gleiche zu machen. Und ich habe den Eindruck, im ersten Corona-Jahr mit den großen Lockdowns haben sich viel mehr im Schulsystem an die Digitalisierung gemacht. Im zweiten Corona-Jahr, obwohl viele doch zu Hause bleiben mussten für längere Zeit, ist schon die Begeisterung wieder ein Stück zurückgegangen. Und jetzt laufen viele Programme aus. Deshalb sagen wir als CDU-CSU-Fraktion, wir müssen was tun, weil es immer noch viele Kinder gibt, die haben riesige Lernlücken nach Corona. Und da müssen wir was tun. Und gerade ein Wettbewerb, um Lernspiele zum Beispiel herzustellen, digitale Lösungen, das könnte ein guter Ansatz sein, um jetzt das aufzuholen, was fehlt. Ich verstehe. Also der Trend, das über Lernspiele sozusagen zu fördern, damit hängt aber auch zusammen natürlich 5G-Ausbau im mobilen Netz, Glasfaser im Festen. Ja, aber man darf nicht auf ein einzelnes Modul gucken. Wir machen jetzt seit einigen Jahren den Digitalpakt und das Problem nach meinem Dafürhalten ist, zu viele gucken auf die Geräte und zu wenig auf Software und auf die Gesamtlösung. Was will ich mit Digitalisierung im Unterricht erreichen? Ich kann zum Beispiel individuellen Unterricht machen. Jedes Kind hat sein eigenes Gerät, lernt im eigenen Tempo. Ich kann zum Beispiel Motivation bei denjenigen, die sonst nicht so motiviert sind, herstellen. Aber dafür brauche ich natürlich Geräte, ich brauche vor allem die Software, ich brauche Betreuung, ich brauche natürlich am Ende auch eine Leitung für die Schule, die dann halt die entsprechenden Anwendungen ermöglicht. Und da sind zu viele Lücken heute. Wenn ich jetzt an die Zukunft denke und an die Computerspiele, die natürlich viele spielen, sind wir in Deutschland da noch einen Ticken hinterher oder ist es sozusagen ein Innovationsgeist, der hier auch von der Gamescom ausgeht? Also, dass wir eine Entwicklerszene haben, dass jetzt gerade die Indie-Szene, die auf den Messeständen prominent da ist, gefördert wird. Oder ist das immer noch ein bisschen stiefmütterlich behandelt? Ich glaube, Deutschland ist ein riesiges Gamerland. Unglaublich viele Menschen allen Altersgruppen, die spielen. Aber wir sind tatsächlich ein großer Importland auch. 95% der Spiele werden importiert. Wir haben die ersten Stars hier. Ich glaube, die Gamescom als international führende Messe, die ESL, die eSports League aus Köln, die international unglaublich groß ist, Ubisoft in Düsseldorf, die sehr viele Entwickler haben. Da müssen wir mehr machen. Und wir haben in der letzten Periode eine Gamesförderung gemacht, 50 Millionen Euro pro Jahr. Die ist wirklich gut angekommen, die wird von der Branche genutzt, gerade auch von vielen kleinen und mittleren Studios. Und das muss jetzt ausgebaut werden. Stattdessen will es die Ampel kürzen. Das ist das falsche Signal. Wir dürfen jetzt nicht nur aktuelle Krisenbewältigung machen. Wir brauchen noch ein paar Wachstumsimpulse. Wo wollen wir denn in 5, in 10 Jahren eigentlich von leben? Und da brauchen wir genau Arbeitsplätze in diesen Technologiebereichen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für diese Einschätzung, auch über den Tag hinaus, auf Sicht der nächsten 10 Jahre, wo zu fördern ist und wie. Sehr gerne, vielen Dank.